Servus, Salvanello, es ist Freitagabend, tatsächlich schon wieder die Woche rum, unfassbar. Und der Monat wird auch, wir haben den 22. März, es ist 17.32 Uhr. Der DAX schließt auf Alltime High und das auch noch zum Wochenschluss. Schon erstaunlich. Zunächst aber das hier. Vielen Dank für die ganzen Leute, die gestern da waren bei dem Webinar. Das bin ich gestern alles durchgegangen. Hierüber habe ich schon einen Film reingelegt und diese ganzen Werte, die mache ich jetzt, ja, wahrscheinlich Sonntagnachmittag, muss man gucken. Irgendwann am Wochenende mache ich diese Werte einzeln nochmal rein, stelle sie auch hier auf YouTube. So, dann gucken wir uns den Freund hier mal an. Also das ist der Wochenchart. Ich habe nirgendwo auch nur den Hauch eines Verkaufssignals. Das ist eine Trenddynamik, die ist schon erstaunlich. Wir sind im Moment, wenn ich den Film aufnehme, bei 18.212. Nicht von der Zahl hier jucken lassen, das ist das obere Band. Also das ist schon erstaunlich, muss ich wirklich sagen, was der hier für eine Dynamik reinmacht. Irgendein Wert fällt dann mal, dafür steigen zwei andere. Sensationell. Gehen wir mal auf den Tag. Komm her. Hier ist der Tag. Genau das gleiche Bild. Völlig überkauft in allen Bereichen. Sehr hoch, aber er hat nicht den Hauch eines Verkaufssignals. Nicht den Hauch. Da ist gar nichts. Hier ist jetzt das tägliche Bollinger Band bei 18.226. Waren wir auch schon dran. Da haben wir dran gebissen. Ich finde es erstaunlich, aber ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich habe ja noch diese Puts, die ich auch schon letzte und vorletzte Woche besprochen habe. Da liege ich also jetzt momentan ziemlich genau 207 Punkte hinten. Aber dagegen habe ich halt solche Geschichten wie PayPal. Die hatte ich ja auch wieder gekauft. Die haben sich jetzt verdreifacht, die Optionen. Und die Hälfte habe ich noch. BYD ist in Ordnung. Jetzt sind die deutsche Lufthansa endlich über die 7 gegangen. Von daher, mir tut es nicht weh. Nein, nach oben bin ich besser aufgestellt als nach unten. Ich kaufe aber keine Puts jetzt weiter dazu. Also ich mache das nicht so, dass ich da irgendwie eine Position verbillige. Das mache ich nicht. Dazu habe ich einfach zu wenig Signale. Da ist halt die berühmte Geduld gefragt. Das bringt nichts. Wir sind am oberen Band. Hier hat man es überboten. Hier waren wir auch immer dran, drauf, dran, drüber. Aber es ist weiter hoch. Ich habe hier keine negative Kerze, kein Doji, kein Shooting Star, kein überhaupt nichts. Das hatten wir letzte Woche und er hat nichts gebracht, muss man ganz klar sagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass viele Leute sehr skeptisch dem Markt gegenüberstehen. Ich nehme mich davon nicht aus. Ich finde es auch übertrieben. Aber die innere Stärke, die der DAX hier beweist, die ist schon erstaunlich. Von den FIBO Extensions, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, gibt es verschiedene Bereiche. Das geht los bei 18.282 hoch bis 18.400. Aber ich handle nicht so sehr die Extensions. Mir sind jetzt, was den Short angeht, quasi die Hände gebunden. Ich lasse das Ding laufen, muss ich gucken. Ich habe da jetzt noch, was habe ich denn da noch, 170 Punkte Platz. Wer weiß, vielleicht geht es genau da hin und dann dreht er wieder. Aber ich lasse die drinne, eben weil ich halt so Sachen wie Lufthansa habe. Die Nordex sehen gut aus. Es ist in Ordnung. Es gibt hier nicht wirklich was zu meckern. Muss ich ehrlich sagen. Und solange ich keine sinnvollen Verkaufssignale habe, stelle ich mich hier nicht gegen den Markt. Das tut nur weh. Ich gehe mit euch nur mal spaßeshalber auf die 4-Stunden-Einheit. Auch hier heftigst überkauft, hoch, Bänder aufgegangen. Nichts Negatives. Die Unterstützung für den Fall, dass wir mal fallen sollten, ist in erster Linie mal die 20-Tage-Linie. Heute 17.833, steigt aber kräftig. Jetzt haben wir alle gestern bei dem Webinar mit dem Jörg Scherer gelernt, dass die K-Woche, also die Woche vor Ostern, traditionell wohl eine sehr gute Woche sein soll. Es sind nur 4 Tage und die soll traditionell, er hat das überprüft seit 1988, traditionell sehr gut sein. Ja, ich mache diese Erhebung nicht. Der holt da Statistiken raus, ja, da weiß ich gar nicht, dass es das gibt. Aber das hat er gut gemacht und er sagt halt, nächste Woche sieht er aufgrund der historischen Bedingungen den DAX eher weiter steigen und zwar in einer sehr guten Woche. Also für eine sehr gute Woche seit 1988. Okay, ja, müssen wir halt mal gucken. Ich habe ein bisschen was an den Schein geändert und zwar diesen Put hier und diesen Call. Ich habe einen 17.705er dran genommen. Der ist ein bisschen näher dran, hat jetzt auch schon einen Hebel von 34 und hier diesen Put 18.713 mit einem 35er Hebel. Ich behalte die aber trotzdem drin, aber die sind nur für den Fall, dass es wenigstens auf einer Stundensicht ein Verkaufssignal gibt, idealerweise noch auf einer 4-Stunden-Sicht, aber das haben wir eben gesehen, da ist nichts. Also ich habe momentan nichts. Wie gesagt, nächste Woche Osterwoche, also K-Woche, da werde ich wahrscheinlich nur am Mittwoch noch einen Film machen.
Und dann mal gucken, wie das weitergeht. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute. Und für die, die mich nicht mehr hören, schöne Eiertage. Bye, bye.